Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Dreisternhof. Ja, wir sind ja noch fleißig am Durchtrecken und jetzt ist der Helfer fertig. Müssen wir gleich jetzt hin, ne? Den zum Hof holen. Damit wir hier vorankommen, ne? Aber jetzt ist das nicht mehr ganz so wild. Jetzt können wir Tutti Frutti mal lochen. Ja, dann mach du aus hier. Oh, das Gerät ist nicht angewählt. Kann ja auch nicht hochgehen. Da sollte man natürlich drauf aufpassen, ne? Dass das Gerät auch wirklich angewählt ist, damit er auch hochgeht, ne? Wir holen jetzt gleich jetzt den Dreschkasten zurück. Junge, was los? Ist die Büchse nicht richtig fast, oder was? Zeig mal, was du drauf hast hier. Oh, wir haben ja GPS-Monitor dran, ne? Musst du auch heutzutage haben. Ohne GPS, ne? Das sagt gerade der Richtige, ne? Ich und ohne GPS, ne? Fahr fast nur ohne GPS. Guck mal, das zeigt dir das sogar im Monitor an. Ist ja wohl voll genial, wa? Da. Guck, zeigt dir direkt an. Geil, oder? Hä? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist so... dieser Schlepper, der ist sowas von genial. Mal ganz ehrlich, also. Lieber Modder des Pumas, ne? Hier, mehr als zwei Daumen kann ich leider nicht geben, ne? Aber hammer genial. Habe ich noch gar nicht gesehen. Da, echt? GPS da. Was kommen denn hier noch für Spieler rein zum Vorschein? Geniale Scheiße, ey. So, wir müssen aber jetzt eben... Können wir eben hier eine Bahn fahren, ne? Eben die Sachen wiederholen. Oh, unser Schicker. Das kriege ich nie hin mit dem Rohr. Die Beastie. Beastbein. Beastiebein oder wie heißt der? Beastbein. Kennt ihr Walker Farm? Hallo? Bin ich zu weit weg oder was? Scheiß zu nah dran, ne? Fast getroffen. Ey, in der Innenansicht. Na? Zwinker, zwinker. So, dann müssen wir jetzt so einen Hof brackeln. Hopp fort. Ich bin hier noch nicht so ortskunde. Ein Beastie Boy. Beastbein, so heißt der Mähdrescher bei Walker Farm. Aber die sind jetzt beide beastig, ne? Beide 1,40 m pushen drauf, genau wie unser hier. 1,40 m pushen hat der vorne drauf. Echt genial, ey. Sowas braucht die Welt. Ich sag's dir immer wieder, ich stehe auf diese großen Püschels. Das ist geniale. Geniale am Shit, ey. Dicke Püschels. Oder? Ist doch genial. Dicke Püschels ist doch genial. Wir müssen noch ein Bild machen. Die dicke Püschels. Guck. Oh, 1,40 m. Warum sagt eigentlich keiner, dass ich mal den Dreschkasten einklappen sollte? Hat ja echt Vorteile, ne? Dann kommen wir nämlich auch auf den Hof. Sonst hängen wir nämlich überall mit dem Entladerohr fest. Ist ja gar nicht eingezeichnet, der Weg. Richie. Wäre ich ja fast dran vorbeigebrackelt.
Babys born. Läuft. Ey, wir haben ganz schön viel Kohle, ne? Ja, du kannst da hinten wieder hinschuppen, oder? Ja, du wohnst ja hier eigentlich. Aber ich bin auch voll intelligent gefahren, ne? Nicht. Kommen wir da so rum rein? Drohne. Mit der Drohne klopft es immer. Hier hat mein Gülle fast verrutscht. Ja, läuft. Viel weiter darf es nicht zurück. Siehst du? Nein. Ja, 17.000 Liter. Was sagt denn der Preis? Sollen wir das auch noch verklappern? Oh, 46, ne? Ey, das ist echt. Und wir haben noch 14.000 im Lager. Wisst ihr was? Wir fahren mal ihn zu den Hafen. Machen den voll. Verklappern das mal. Was wir an Talers haben, haben wir an Talers. Muss man ganz ehrlich sagen. Da könnten wir eigentlich schon Mischwagen und so kaufen, ne? Für die Tiere. Aber wir wissen ja auch noch gar nicht, wo wir mit anfangen. Nee, lass mal jetzt. Bis wir da so ein paar Sachen an Hof haben. Warten wir noch, ne? Der rennt auch, ne? Der hat Bock, ne? 60% sind drin. Ey, die ist so genial, ey, die Pumas. Kurz hier mit durch den Feldweg brackeln. Schöne Federung. Weil durch den Feldweg fährt man mindestens 50, ne? Lasst euch das gesagt sein. Bestimmt. Kasala muss schon machen. Kommen wir da jetzt rein am Silo? Oder müssen wir eben Ehrenrunde auf den Hof drehen? Ja, komm, wir drehen eben eine Ehrenrunde auf den Hof. Sicher ist sicher. Schicke Komik ist auch noch da. Wenn wir wollen, können wir hier noch den 856 mit reinnehmen, ne? Wenn ihr aber Bock drauf habt, müsst ihr in die Kommentare schreiben. Nehmen wir den hier noch mit rein. Somit als Ersatzschlepper. Nee, nicht IR. Mach mal voll die Hütte. Wir brauchen Kohlen. Ich weiß, oh, das flackert da ein bisschen, der Bildschirm, ne? Und das ist was anderes geschuldet, glaube ich. Voll, Abfahrt. Oh, Köckerling vorne, da freue ich mich auch schon drauf. Hier mal durch unser Hoftor fahren. Wir hatten der Wildacker hier. Wisst ihr das? Da kann man bestimmt cool drauf platzieren, oder? Was ist denn für Verkehr hier auch noch wieder anmachen? Ja, der hat aber echt zu husten, bis er auf Touren kommt. Ja, da muss man ja mal ganz ehrlich sagen. 230 Pferdchen und kommen nicht auf Touren. Entschuldigung. Keiner gesehen, oder? Ich war gerade so in Schwung. Dieses Video ist es FSK 18. Ich hab da was am Finger.
Entschuldigung. Ich gelobe Besserung. Ich werde auch, bevor ich nachher ins Bett gehe, drei Vater unser beten. Cool. Mir ist warm. Fast 100.000 haben wir schon, ne? Wir haben noch echt was an Hof. So, läuft. Abfahrt zum Hof. Kipper eben dran wegnehmen. Legen wir hier den Köckerling hinter. Wir müssen aber erst noch unsere Fläche da fertig machen. Dann können wir nämlich demnächst mal den Köckerling ausprobieren. Ey, da freue ich mich schon drauf. Der Köckerling. Ob er den zieht? Wir werden sehen, ne? Ich hoffe, dass er den zieht, ne? Oder? Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hier. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!